Willkommen in der dritten Lesson unseres MOOCs. Wir beschäftigen uns jetzt vor allem mit der Frage, was hat es mit New Work eigentlich auf sich? Das Konzept New Work geht zurück auf die Arbeiten von Fridtjof Bergmann aus den 80er Jahren, hat sich aber mittlerweile im Verständnis in der heutigen Zeit der digitalen Transformation bereits gewandelt. Das heißt, es geht jetzt viel mehr in Richtung einer attraktiven, sinnstiftenden und produktiven Arbeitsform in Zeiten der digitalen Transformation. Genau, digitale Transformation ist das richtige Stichwort, warum genau New Work auch so wichtig ist. Führungskräftemangel, über den wir sprechen, schnelle Reaktionszeiten, die einfach notwendig sind. Auch ein ganz anderes Verständnis für Führung, was auch jetzt gerade mit neuen Generationen einhergeht, sind alles Treiber und auch Dinge, worauf auch New Work einzahlt. Und da kannst du ja mal gleich mal zeigen, was eigentlich die Ebenen von New Work sind. Genau, das Konzept New Work basiert quasi auf vier Hauptsäulen. Und zwar zum einen die Arbeitserbringung und dem altbekannten Zitat, arbeite wann und wo du willst. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir einfach am Pool sitzen mit dem Laptop auf den Knien, sondern vielmehr darum, wie können wir Formen mobiler Arbeit in den Alltag implementieren, wie können wir zeitlich flexibler sein. Und das wiederum führt zu Veränderung und zu der zweiten Säule, und zwar in den Organisationsstrukturen. Da geht es vor allem um agile Arbeitsstrukturen und die Projektorganisation. Und wie wir diese zwei Säulen in unseren MOOC-Kapitel integriert haben, erklärt uns Erik jetzt ganz kurz. Genau, richtig. Also das nächste Kapitel, was auch kommen wird, Kapitel 2, ist flexibles und hybrides Arbeiten von Alexander und Christian Piele. Die sprechen darüber auch genau, wie solche neuen Arbeitsformen aussehen können. Das heißt Full Remote, also Workation gibt es auch mal so ein Stichwort, was ganz spannend ist. Aber wir gucken uns auch die DKB an, die gerade auch ihre Mitarbeiter als allererstes Finanzinstitut direkt umgestellt hat auf digitales Arbeiten und versuchen ein bisschen Erfahrungsaustausch mit reinzubringen und zu zeigen, wo der Weg hingeht. Carsten Schmidt zahlt auch wieder auf diese Zwischenschnittstelle ein, auf Organisation und auch auf die Arbeitserbringung mit Kollaboration und Vernetzung, wo uns der Redakteur zeigen wird, wie man dann richtig arbeitet und Vernetzung auch hinbekommt, damit man über dieses Silo auch dann hier rauskommt und auch den direkten Austausch schafft. Und was das alles mit Führung und Selbstorganisation zu tun hat, der dritten Säule von New Work, das zeigt uns dann Dr. Josephine Hofmann in ihrem Kapitel. Und da geht es vor allem um Fragen von Partizipation, dem Abbau oder dem Aufbrechen altbekannter hierarchischer Strukturen und der Frage der Sinnstiftung, der vierten Säule von New Work, wo es vor allem um die Wirksamkeit von Unternehmen geht und wie können wir nachhaltiger und innovationsförderlicher wirksam sein. Erik, in welchen Kapiteln sehen wir dazu was? Ja, genau. Also das Thema Führung, Selbstorganisation und auch Organisation schauen wir uns ein, zum einen beim Thema Agilität und Kundenorientierung, wie wir den Kunden in den Mittelpunkt stellen und auch agile Formate benutzen, die relativ nah den Kunden mit reinbringen und wir dann wirklich auch Leistungen entwickeln, die wirklich einen Mehrwert bringen, auch für den Kunden und für unser Unternehmen. Der Part Führung, Selbstorganisation ist ja bei uns auch ein komplett eigenes Kapitel, in dem wir direkt reinspringen wollen bei Josephine Hofmann. Da geht es wirklich darum, um zu schauen, brauchen wir eigentlich noch die Führungskraft? Also ein bisschen ketzerisch gefragt, aber wir geben Antworten dazu und schauen uns auch spannende Unternehmen an, die tatsächlich auch ohne Führungskraft auskommen. Beispielsweise Dark Horse ist so ein Unternehmen, was wirklich spannend ist. Da möchten wir ein bisschen mal einen Blick werfen für Unternehmen, die nicht so normal sind, aber auch sehr erfolgreich, muss man auch sagen. Und auch davor Organisationen, wie man das natürlich auch anders gestalten kann. Schauen wir bei B. Braun rein, die komplett mit Hierarchien in Task and Teams auskommen, ohne Hierarchien. Und da wird es echt super spannend werden, wie wirklich dann bei verschiedenen Veränderungen direkt und schnell reagiert werden kann mit diesen Task and Teams in Kreisen, wie sie organisieren. Da werden wir gleich mal reinschauen. Und was noch gesagt hattest zur Sinnstiftung, da ist natürlich das Kapitel, das allerletzte, Nachhaltigkeit, super spannend. Da werden wir auch echt tolle Unternehmen zeigen, gerade auch von Claudia Ricci und von Nektaria Tagalido, die da Unternehmen zeigen, die wirklich Vorreiter sind, Purpose zeigen, Unternehmen, die wirklich sich dabei bemühen, einen Beitrag zu leisten und die Unternehmen und vor allem die Mitarbeitenden da natürlich voll dahinter stehen und auch in gewisser Weise Arbeitgeberattraktivität und auch Bindung entsteht dadurch. Was das alles mit dem Thema innovationsförderlicher Kulturentwicklung zu tun hat, das werden uns die Kollegen aus Berlin vom CERI noch vorstellen. Und für Sie interessant ist vor allem die Frage, wo stehen Sie mit Ihrem Unternehmen eigentlich? Und dafür haben wir Ihnen den New Work Quick Check mitgebracht, den wir Ihnen jetzt ganz kurz vorstellen möchten.
Genau, wir haben ja auch gesagt gehabt, der MOOC ist dafür da, dass Sie individuell Ihre eigene Lernreise gestalten. Und wir möchten Ihnen dabei ein bisschen helfen, denn wir haben, wie Sie gerade sehen, 7 verschiedene Kapitel. 6 davon sind wirklich Inhaltskapitel. Und wo soll man denn da anfangen? Jedes Kapitel hat ungefähr einen Umfang von 45 Minuten. Deswegen es ist schwierig, gleich alles durchzumachen. Deswegen ist es auch spannend, vielleicht die Themen sich rauszupicken, mit denen man am meisten anfangen kann und vielleicht auch angucken kann. Dafür haben wir den New Work Quick Check mit dabei. Das ist ein Tool, was wir entwickelt haben, wo Sie sich selber mal testen können. Ein Herz- und Nierencheck. Sie können mal schauen, wo stehen Sie denn aktuell im Thema New Work und auch digitale Transformation. Und können auch ein bisschen auch gegenchecken, wie wichtig sind mir die Themen, welche Priorität hat es bei mir. Und daraus ergibt sich eine gewisse Gewichtung. Da können Sie dann auch gleich reinschauen. Am Ende wird dann hier ein Spinnendiagramm ausgespuckt. Genau. Hier sehen Sie gerade auch hier in der Grafik, was hier drin ist. Die grüne Fläche sehen Sie, ist die Fläche, wo Sie dann schon ziemlich gut aufgestellt sind. Die rote Fläche ist die, wo Sie auch merken, da ist ein gewisses Defizit da. Das heißt, wenn die rote Fläche die grüne überschreitet, da gibt es Optimierungsbedarf. Und da können Sie direkt auch einsteigen und bei sich dann schauen im MOOC, die Themen sind für mich spannend, die kann ich mir dann angucken. Und auch dementsprechend auch vielleicht die eine andere Initiative bei Ihnen im Unternehmen starten. Da wünschen wir Ihnen gleich viel Spaß. Wir steigen gleich direkt ein ins zweite Kapitel zu Alexander und Christian Piele, die zum Thema Hybridität, wie die genau aussieht und vor allem flexibles und hybrides Arbeiten von morgen genau gelingt. Wir wünschen Ihnen da gleich viel Spaß dabei. Viel Spaß.